im französischen Zentralmassiv, ein paar Kilometer westlich von Clermont-Ferrand, befindet sich die Talstation der Bahn, die auf den Puy de Dôme auffährt. Der Puy de Dôme ist mit 1465 Metern der höchste Vulkankegel von einer Kette von etwa 80 erloschenen Vulkanen. Die Bergstation ist nicht ganz auf dem höchsten Punkt, dort gibt es eine weithin sichtbare Sendeanlage. Schon zur Römerzeit war die Gipfelregion ein wichtiger Punkt. Das wird durch die Überreste von einem Merkur-Tempel dokumentiert. Touristen haben die Gelegenheit, auf einem gut ausgebauten Wegnetz die grandiose Sicht auf die Vulkankette zu geniessen. Da der Blick in nördlicher Richtung. Besonders schön im Vordergrund rechts der Puy de Paris mit einem markanten Kratertrichter. Dahinter im Schatten die Kegel vom Puy de Gouls und vom Grand Sarcouy. Wir sind mit dem Auto zum Krater Puy de Gouls gefahren und haben den bestiegen. Wir stehen jetzt auf dem Kraterrand vom Puy de Gouls und schauen Richtung Süden. Im Vordergrund der Kraterkegel vom Puy de Paris und im Hintergrund der Puy de Dôme, wo wir herkommen. Eigentlich haben wir mit der Ballonfahrt uns noch ein genaueres Bild über die Kraterlandschaft machen. Leider haben wir aber auf das Unternehmen müssen wegen einem Schlechtwettereinbruch verzichten. Dank Google Earth gibt es jetzt aber doch noch einen Flug über ein paar Krater. Allerdings ist der Flug nur virtuell. Startet über wieder beim Puy de Dôme. In nordwestlicher Richtung überfliegen wir den Puy de Gôme. Und weiter geht's in östlicher Richtung zum Puy de Paris. Jetzt kommen wir zum Krater Puy de Gouls, wo wir hier oben gestanden sind. Und zurück geht's auf einem ähnlichen Weg zum Puy de Dôme, wo wir zu dem Flug gestartet sind.